Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Joe. Heute geht es um den Wilkinson Classic Herrenrasierhobel mit den 5 zusätzlichen Klingen. Ich habe es jetzt schon seit einem Monat in Gebrauch, deswegen ist es auch nicht mehr original verpackt. Ist aber jetzt knapp einen Monat alt und hat jetzt schon ein paar Rasuren mitgemacht und ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Das Ganze gibt es für 2,95 € bei DM. Ihr könnt es euch natürlich auch online bestellen. Ich verlinke einfach im Amazon darunter, aber für mich ist immer also günstiger und schneller. Ich bin da immer zu, sage ich mal, ungeduldig, möchte es dann immer lieber direkt haben und möchte nicht so lange warten. Und deswegen kaufe ich mir das dann bei DM. Für 2,95 € hat das Ganze gekostet, mit den 5 Klingen zusammen. Kommt in so einer gelben Verpackung. Ich hatte die Verpackung aber auch einmal abfotografiert, vielleicht kann ich das dann gleich noch einfügen. Und insgesamt bin ich eigentlich recht zufrieden. Also es ist eine recht minimalistische Ausführung, ist nicht sehr schwer. Gleichzeitig ist hier alles eigentlich außenrum aus Plastik. Es liegt natürlich nicht so hochwertig in der Hand wie jetzt irgendein King C. Gillette. Es hat auch nicht diese Schwere, dass es dann so gut in der Hand liegt, aber es tut, was es soll. Und das ist eigentlich das Wichtigste, und zwar rasieren. Ja, mich erinnert das immer so ein bisschen an diese Doku über Wilkinson. Es war, glaube ich, damals so, dass Henry noch 1972 das Unternehmen gründete und danach sein Schwiegersohn James Wilkinson das Unternehmen übernommen hat. Das ist eine ganz spannende Geschichte, müsst ihr euch mal angucken. Ist wirklich cool. Aber jetzt nochmal zum Produkt. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Mein Gefühl war nur, ich hatte jetzt in diesem Pack hier, waren ja insgesamt, oder sind insgesamt 5 Klingen, die mit dabei kommen, hatte ich das Gefühl, dass 2 Klingen nicht ganz so gut verarbeitet waren und etwas gekratzt haben. Ja, und wo es dann auch an einer Stelle zu einer kleinen Blutung kam. Aber das war jetzt eher Klingen anstatt Hobel abhängig. Vielleicht auch einfach ein bisschen Pech gehabt mit den Klingen. Jetzt beim Vergleichsmodell, also diesem King C. Gillette, den ich auch nochmal reviewen werde, da hatte ich das Gefühl halt nicht gehabt. Da waren die Klingen eigentlich alle recht gut verarbeitet. War jetzt aber auch nur mein persönliches Gefühl. Kann auch sein, dass ich da ein bisschen Pech hatte. Genau, Bedienung ist ja recht simpel aufgebaut, wie bei allen anderen. Ne? Bisschen drehen. Und dann machst du das Ganze hier ab und kannst dann hierüber dann zum Beispiel auch deine Klinge tauschen. Ja, könntest du jetzt hier eine neue rausholen. Sind auch nochmal schön einzeln eingepackt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir es hier am besten aufkriegen. Ja, schöner Vorführeffekt. Normalerweise muss man das hier rausdrücken, glaube ich. Ja, das ist natürlich jetzt schön für den Vorführeffekt. Wenn du es so aufmachst, geht's. Und dann hast du hier natürlich noch die einzeln abgepackten Klingen, ja, die du dir dann auch immer wieder nachbestellen kannst und dann befestigen kannst. So, schrauben wir das Ganze mal wieder zusammen. Man könnte entweder die Klinge hier drauf setzen, das ist das, was ich immer mache, oder es halt falsch machen, so wie ich es gerade machen wollte. Und dann einfach wieder festkurbeln, festdrehen und dann arretiert sich das eigentlich alles von selber. Ist relativ simpel und einfach. Wie gesagt, wer lieber was Festeres in der Hand haben will, der holt sich den King C. Gillette. Aber einfach als Test für 2,95 € mit 5 Klingen kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Und ja, auf jeden Fall mit ans Herz legen. Kauft euch den Wilkinson Sword Classic, falls ihr zumindest mal einen Rasierhobel testen wollt. Das war's, bis zum nächsten Mal.